So, wir müssen wie das S3 von meiner Frau nehmen, weil wir haben selbstverständlich zu wenig Speicherkapazität. Wir haben kein Geld für Speicher. Und man stört uns ja im Prinzip schon über 2, fast 3 Monate, dass wir viel loswerden, was wir gespeichert haben. War aber auch so nett, muss ich auch fairerweise sagen, unsere Festplatten zu löschen auf dem Computer. Also da haben wir dann wieder Riesenspeicher. Aber im Moment holen wir die Computer natürlich gar nicht raus, weil wohl zu. Wenn wir gestört werden und gar nicht reinkommen ins Internet selbst und unser Handy selbst nicht einbucht, wissen wir schon, was los ist. Genau. Weil über den Weg des Handys gehen wir ins Internet. So, die Vergiftungen werden immer döller, ne? Besonders nachts, weil am Tag sind wir jetzt draußen. Einschließlich des heutigen Tages waren wir denn 12 Tage, also in 12 Tagen, 10 Tage möglichst lange draußen. Ne? Genau, so ist es. Das müssen wir machen, weil seit Dienstag dieser Woche wurden wir auch angepöbelt nach 18:30 Uhr, ne? Von den Bauleuten und so, die dafür bestimmt auch Geld kriegen, ne? Und von dem Gerüstbauer, die haben dann auch noch rumgeklopft. Und man wartet auf uns, man. Wir haben solche Nervenschäden, wir halten natürlich so einen Baulärm nicht aus, ne? Genau. Das war denen klar. Und dann die ständige Begasung am Tag auch noch. Man hätte uns jetzt schon erledigt. Damit haben sie nur nicht gerechnet, dass wir rausgehen. So, deshalb dieser Unfallversuch heute Morgen, 5:40 Uhr. Es war ein eindeutiger Unfallversuch. Wir haben sofort unser Diktiergerät angehalten und Sie werden hören, wie dicht das ist. Genau. Obwohl der Motor nicht so aufbrummte, weil er hat schön Schwung geholt. Weil Sie wissen natürlich, dass wir ein Diktiergerät haben und dann hört man da wohl nachlachen. Das wird den Unfall natürlich aushalten, das Diktiergerät. Und der Fahrer fuhr bei Rot einfach weiter, ne? Er wendete da frech und er hatte Rot und fuhr weiter. Genau. Weil sonst hätte ich ihn gehabt. Ich wäre natürlich rübergegangen hin zu ihm und hätte seine Autonummer gehabt. Also er hat keine Rücksicht auf irgendwas genommen heute Morgen. So, des Weiteren möchte ich sagen, die Sanierung, ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, ne? Also zu dem Haus, weil wir sind morgens besonders vergiftet und wir wissen dann einfach nicht mehr, was wir erzählt haben schon. Diese Sanierungen zum Vertuschen waren letztes Jahr abgeschlossen. Sie sehen oben auch die Fotos von den Containern und so. Also man macht das ja nun nicht so und fängt ein bisschen an, ganz groß da im Haus und reißt da alles raus und hört dann wieder auf. Das ist ja unwirtschaftlich. Aber man hat gemerkt, dass wir den Winter überleben. Stasi hat Bescheid gesagt, dass wir den Winter überleben werden. Und dann fing man im Februar an, dumm zu tun mit der Rüstung. Genau. Einfach erstmal nur so. Richtig. Und man hat die Rüstung nicht aufgestellt. Es war warm genug, also nebenan wurden andauernd Rüstung auf- und abgestellt. Also man musste sich jetzt erstmal einen Plan ausdenken, was Genau. man denn jetzt alles macht. Richtig. So, und alles ist für uns, das möchte ich Ihnen auch mal sagen, der kürzeste Weg führt zu unseren Fenstern über eine Leiter. Ganz schnell. Ne? Wir Genau. wohnen ja nur in der ersten Etage. So, dann ist dieser Fahrstuhl, sag ich mal, außen, auch jetzt vor uns, ne? Der soll auch noch ablenken und schön die Sicht behindern. Genau. Der wird gar nicht nach unten gemacht, sondern bleibt in unserer Höhe. Ne? Der geht ja normalerweise nach unten und müsste unten stehen. Das hält man gar nicht für nötig. Das soll ablenken, damit man in unsere Fenster reinkommt. So, also das ist nicht geplant worden. Und wir wurden darüber auch nicht vor einem Jahr informiert. Genau. Und die Mieter und so wussten davon auch nichts vorher. Das ist jetzt erst geplant worden. Die sind da alle überrascht. Genau. Das haben wir schon mitbekommen. So, meine Spione hätten mich informiert vorher. Das kann ich hier auch mal eindeutig sagen, damit die Menschen Bescheid wissen, was los ist. Also das wurde ganz schnell ab Februar geplant. So, und das ist Täuschung. Und so weiter und so fort, sowas muss mindestens ein Jahr vorher gesagt werden. Das ist eine Frechheit, dass die Miesbach das da ran schreibt. So, eigentlich wollte ich die Zettel nicht mehr abreißen von unserer Tür. Weil irgendwann sind sie denn voll, weil wir hatten jetzt schon 4 oder 5 Zettel. Möchte noch mal sagen, die Miesbach scheint fürs Haus verantwortlich zu sein. Sie hält es nicht für nötig, uns einen funktionierenden Briefkasten zur Verfügung zu stellen, der uns zusteht,
Auch dafür zahlen wir Miete. Ja. Sie zahlen dafür auch Miete und haben auch diesen Briefkasten und können ihn benutzen. Genau. So, und das hält sie gar nicht für nötig. Und na, jetzt fängt man an, ne? Arglistige Täuschung, Nötigung, es geht nur darum, uns fertig zu machen. Richtig. Und dieser Lärmterror nachts und am Tag dann dazu mit unseren Nervenschäden, das bringt nichts. Deshalb habe ich auch schon mal das Vormundschaftsgericht wieder direkt angesprochen. Genau. Also das möchte ich eindeutig festlegen, das wird auch jeder verstehen. Das passt auch alles zusammen. Ja. Ab Februar wird das Ding hier erst geplant. Man wollte noch nichts in dieses Haus investieren. Nein. Weil man weiß ja gar nicht, den mache ich dieses Haus streitig. So, und sie verschwinden hier. Das gehört erst bei uns und wir bestimmen, wie es saniert wird. Das wird jetzt schon wieder eine schnelle Fehlsanierung. Die Balken sind minderwertig, das ist eine Frechheit, so ein Haus so sanieren zu wollen. So, und man hat auch nicht davon gesprochen, dass man so groß saniert. So, und gleichzeitig verschwindet denn jetzt alles. So, und uns steht auch gesetzlich zu, dass der Mieter uns dann auch eine andere Wohnung anbietet und uns hilft, ne? Ja. Eine vernünftige Wohnung zur Verfügung zu stellen. Eine gleichwertige Wohnung, ne? Klar. Das steht im Gesetz. Ja. Im Mietgesetz. Soweit ich weiß. Gut. Wir können uns dann noch so ein ganz klein bisschen irren. Da ist noch mehr, weil wir haben noch nicht alles erkannt. Genau. Ne? Wir haben also noch nicht alles erkannt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das nun gesagt haben, weil wir schon so viel gesagt haben. Und weil wir auch immer noch sehr stark vergiftet sind. Aber es geht uns, seitdem wir von 12 Tagen, 10 Tage jetzt draußen sind, heute ist der 10. Tag, besser körperlich endlich. Ja. Endlich körperlich besser. Ne? Genau. Und wie wir sprechen, es ist noch nicht toll, aber wir arbeiten dran. Und das war's. Ne? Sollte ich dazu noch irgendwas sagen? Da ist noch viel mehr. Umsonst tun sie nicht um uns total dumm. Ne? Und jetzt Polizeipräsidium und so. Ne? Ne? Erstmal unsere ganzen Anzeigen bearbeiten, erstmal über die Grundlagen, erstmal am Grundgesetz uns erstmal schützen, alles. Genau. Alles verändern. Ne? Dann kann man wieder nachfragen. Genau. So nun gar nicht. Ne? Genau. Sie lügen. Naja, das ganze Video ist gefälscht alles. Es ist eine Frechheit, das kann ich mir so richtig vorstellen. Und ansonsten, schauen Sie mal drauf aufs Video, wenn es noch echt ist. Ne? Schauen Sie drauf, dass der da vorher was einwischt. Ne? Vor der Obstborde. Genau. Und dann hören Sie mal mein Audio, wie er dann nach Luft schnappt beim Beethovenplatz. Ja. Weil er hat es am längsten eingeatmet, das Narkotika. Das wirkte. Na, selbstverständlich habe ich darauf gewartet. Danke für die Aufmerksamkeit.